Liebe Videofreunde, vor kurzem ist der Film nun auch in der regulären M-Ray-Version erschienen und deswegen muss ich heute endlich ein altes Versprechen einlösen. Hier ist die Todeskarten des Dr. Schreck. Mit Christopher Lee und Peter Cushing kommen hier erneut zwei der Horror-Ikonen überhaupt zusammen. Doch was man meinen könnte, sei ein weiterer Vertreter aus dem Hause Hammer, stellt sich als quasi direkter Rivale zur Kultgruselschmiede heraus. Die Todeskarten des Dr. Schreck war nämlich der erste von einigen weiteren Horror-Anthologien, die im Hause Amicus entstanden, wie zum Beispiel Asylum oder der erste Geschichten aus der Gruft-Film. Neben den gestandenen Genregrößen Lee und Cushing sehen wir unter anderem einen blutjungen Donald Sutherland und mit Roy Castle und Alan Freeman zwei Vertreter des britischen Showbusiness. Wie es bei Anthologien so üblich ist, brauchen wir natürlich eine übergeordnete, verbindende Handlung, die uns von Kurzgeschichte zu Kurzgeschichte bringt. In diesem Fall wird es ganz einfach gehalten, fünf Typen fahren mit dem Zug und treffen dort Dr. Schreck. Dabei wird es dann allerdings ein bisschen verwirrend. Normalerweise kennt man das ja von deutschen Titelschmieden, dass da irgendein reißerischer Name zusammengereimt wird, der nur wenig mit dem Film zu tun hat, aber ziemlich geil klingt. Hier ist es allerdings so, dass der deutsche Titel mehr Sinn ergibt als der englische, also... Ich erkläre das mal eben. Peter Cushings Figur heißt Dr. Schreck, auch im englischen Originalton, und er hat so Tarotkarten bei sich. Schreck ist ein German word, isn't it? Means fright, fear, something like that. Also ergibt das schon Sinn, den Film die Todeskarten des Dr. Schreck zu nennen. Im Original heißt der Film allerdings Dr. Terror's House of Horrors. Das klingt zwar runder, ist aber insofern verwirrend, dass sie den Namen Schreck übersetzen. The more exact translation would be terror. Was ja aber nichts daran ändert, dass er trotzdem Dr. Schreck und nicht Dr. Terror heißt. Zweiter Punkt, ein House of Horrors gibt's in dem Sinne nicht, weil die ganzen Szenen mit Peter Cushing eben in diesem Zug spielen. Das heißt, wenn man es metaphorisch sehen will, kann man natürlich seine Tarotkarten als dieses House of Horrors interpretieren, aber... Richtig verwirrend wird's dann in der dritten Episode, wo wir im Hintergrund ein Plakat von dem Film sehen, den wir gerade gucken. So Spaceballs-mäßig. Alles klar, Rant vorbei, kommen wir zum Film, beziehungsweise zu den Filmen. Also richtig schätzen kann man diese klassischen Gruselfilme eigentlich nur, wenn im Vorfeld das Intro zu Der fantastische Film läuft. Ich sag's mal vorweg, die ganzen Geschichten sind alle nicht so besonders überraschend, aber ich versuche trotzdem Spoiler größtenteils zu vermeiden. Okay, erste Episode und hier begeben wir uns direkt in klassische Gruselgefilde. Ein Architekt soll hier nämlich ein altes Herrenhaus überarbeiten. Und dabei entdeckt er nicht nur eine zweite Wand, sondern dahinter einen mysteriösen Sarg mit den Überbleibseln eines Werwolfs. What did the legend say? That Cosmo would return. Take his revenge on the owner of the house. Geschichte Nummer 2. Das ist meiner Meinung nach die schwächste Episode des Films, wenngleich auch die Idee ganz witzig ist. Es geht nämlich um eine Schlingpflanze, die ein Bewusstsein und ein Gehirn entwickelt und dann anfängt, Menschen umzubringen. Bevor wir dann zur dritten Geschichte kommen, geht Christopher Lee nochmal richtig in den Karen-Modus. Oh, for heaven's sake. What is all this nonsense? Es folgte eine Voodoo-Geschichte, wo Regisseur Freddie Francis nicht nur etwas Exotik in den Film bringen wollte, sondern auch Roy Castles Fähigkeiten als Jazz-Trompeter zeigt. Bei einem Engagement auf den westindischen Inseln schnappt er ein paar Voodoo-Rhythmen auf und will sie mit nach Hause nehmen, um damit einen Hit zu landen. Mit Voodoo allerdings ist nicht zu spaßen. What can a voodoo god do to me? Tja. Hab's ja gesagt. Dass Christopher Lee die Leinwand wie kein anderer an sich zu reißen vermag, zeigt uns die vierte und wie ich finde beste Episode des Films. Wir sehen Christopher Lee als Kunstkritiker Marsh, der einfach gesagt der größte Wichser im Raum sein will. A work of notable incompetence. Even from Mr. Eric Landor. Doch der Künstler lässt sich nicht so einfach ins Boxhorn jagen. You could learn a great deal about painting from this artist, Mr. Landor. Then I should very much like to meet him. Would that be possible? He's here now, as a matter of fact. Eine dramatische Rivalität zwischen den beiden entbrennt, wobei Lee ihn dann später mit dem Auto überfährt, wodurch er seine Hand verliert und sich schließlich das Leben nimmt. Wie man es sich aber nun denken kann, will die Upper Hand nun Rache nehmen und das in ein paar wunderschönen Animatronic-Einstellungen. Die letzte Episode geht dann wieder zurück in ein klassisches Horrorszenario, wo Donald Sutherland es mit einem Vampir in Form seiner neuen Frau zu tun bekommt. Let me do it. Sein Arztkollege untersucht die merkwürdigen Bisswunden eines Jungen und macht letztlich selbst Jagd auf den Blutsauger. Also ich
muss sagen, die Qualität der Geschichten ist eher so wechselnd und wie gesagt, alles nicht so besonders überraschend. Atmosphäre wird aber routiniert aufgebaut, besonders die Einstellungen im Zugabteil sind von Bild- und Farbgestaltung einfach schaurig schön. Daran zeigt sich, dass Regisseur Freddy Francis als zweifach Oscar-prämierter Kameramann eben einfach den Blick für sowas hat. Die Disc ist natürlich Wicked Vision-mäßig wieder prall ausgestattet. Der Film liegt nicht nur in einer restaurierten HD-Fassung vor, sondern auch als 35mm Kinoversion für die Retro-Fans unter uns. Dazu gibt's zwei Audiokommentare, eine einstündige Dokumentation über den Film und beim Mediabook natürlich das obligatorische und äußerst informative Booklet. Dazu gibt's noch jede Menge Kleinigkeiten, internationale Titelsequenzen, Trailer, Zusatzinfos, also mal wieder bis oben hin vollgepackt. Besonders für Generation YouTube oder Menschen mit einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne ist so eine Anthologie natürlich eine Fliege. Wo war ich? Ach ja, Anthologien sind super! Nee, aber im Ernst, so eine Ansammlung von Kurzfilmen ist genau das Richtige, wenn man ein bisschen kurzweilige Unterhaltung haben möchte, bei der man nicht von Anfang bis Ende jede Sekunde voll aufpassen muss.